Willkommen! Ihr habt Lust, einem richtigen Meister über die Schultern zu gucken, während er schmackhafte Cocktails mit einem Profi-Werkzeug herstellt? Dann seid ihr in diesem Video falsch. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung, was Cocktails angeht. Ich habe mir dieses Gerät hier für 1 Euro auf einem Flohmarkt erstehen können. Und ich werde in diesem Video der Frage auf den Grund gehen, kann ein Laie, kann ein Normalsterblicher, kann jemand wie ich mit solch einem Profi-Werkzeug zu einem meisterhaften Barkeeper werden? Das werden wir herausfinden, also bleibt da dran. Was jeder Amateur natürlich weiß, ist, dass jeder Barkeeper Profi-Cocktailmixer für ein erfolgreiches Cocktailmix-Erlebnis einen vollgefüllten Tisch mit allerlei Schnäpsen, Früchten, Likören und auch Säften benötigt. Und aus diesem Grund werden wir das jetzt herzaubern. Los geht's! Und zu guter Letzt braucht man natürlich noch eine gute Flasche Billig Energy Drink. Wir werden nun einen Cocktail mixen, den ich selbst Fancy Review Cocktail nenne. Ein extrem kreativer Name, wie ich finde. Für diesen Cocktail benötigen wir Eis. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Eis. Und ihr wisst genau, was jetzt kommt. Was kommt jetzt? Nur die wahren Fancy Reviews-Enthusiasten wissen, dass keines meiner Videos gut werden kann, wenn nicht die Gin Titonic Eiswürfel drin vorkommen. Dieser kleine Dampfer fährt direkt in dein Herz. Und damit meine ich deinen Magen. So, als allererstes öffnen wir das Gerät. Alter, es ging doch ganz einfach. Guck mal, wie perfekt die aussehen. Wie könnt ihr ohne diese kleinen Schiffe nur leben? Schiffe und Eisberge. Eine köstliche Mischung. So. Plupp. Den legen wir mal hier drauf und gucken, wie lange das dauert, bis er geschmolzen ist. So, jetzt haben wir hier, ihr hört es schon, viele Eiswürfel drin. Als nächstes benötigen wir wahrscheinlich Alkohol. Ich werde aus diesem kleinen Fläschchen hier etwas reinfüllen, weil es rum ist und außerdem, weil es ein winziges Fläschchen ist und ich das witzig finde, aus winzigen Fläschchen Inhalte auszugießen. Es ist halt so bezeichnend, an was ich denke, wenn ich daran rieche. Gute Barkeeper würden daran riechen und sagen, ah, da könnte man diesen und jenen Cocktail draus machen. Aber wenn ich daran rieche und es riecht halt wie rum, dann denke ich halt sofort an Rum und Cola. Also Captain, wie heißt das noch gleich? Captain Morgan Cola? Alter, man ist schon so lange nicht mehr rausgegangen, man weiß schon gar nicht mehr, wie diese ganzen Alkopops heißen, nicht wahr? Man muss von so weit oben wie möglich ausschütten. Ich glaube, jetzt muss man einen Saft hinzugeben. Vielleicht muss man, ja, man muss erstmal ein wenig Abrieb von einer Zitrone mit hinzugeben. Da benötigen wir irgendwas zum Raspeln. Hier zum Beispiel. Aber damit ihr keinen Durchfall bekommt, solltet ihr diese Zitrone vorher einmal abwaschen. Ich habe extra darauf geachtet, dass es eine Bio-Zitrone ist. Trotzdem, Sicherheit geht vor. Nun ist die Frage, wollen wir das ganz Feine benutzen oder das Mittelfeine? Ach, wir benutzen mal das Mittelfeine. Da wird der ganze Raum sofort mit Zitronenaroma geflutet. Wir nehmen noch ein bisschen von dem ganz Feinen mit dazu. Die Luft ist geschwängert von Zitronengeruch. Wir nehmen keinen Zitronenspritzer, sondern wir nehmen einen Limettenspritzer. Und dann, das habe ich auch mal gesehen, geht man hier mit so einem Messer so rein und quetscht das noch so ein bisschen aus. Jetzt bräuchten wir noch irgendwas zum Mischen. Wie wäre es mit Fanta? Mein Gott, ist die alt. Aber kann Fanta überhaupt ablaufen? Oh, Leute, guck mal, da unten hat sich schon ein richtiges Konzentrat gebildet. Wisst ihr was? Wir nehmen dafür ein wenig Kirschsaft. Dafür nehmen wir diesen Eiswürfel und legen ihn darauf. Den probieren wir erstmal. Ah, kirschig. Jetzt auch nicht zu viel, ne? Wir wollen den Geschmack des Rums ja nicht verfälschen.
in gute Cocktails muss immer ein gewisser Spritzer an Sekt rein für die Kohlensäure. Holy shit! Boah, der hat aber Druck auf dem Kessel, du! That's what she said. Boah, riecht der scheiße, ey. Na, was soll's. Wir geben mal einen Spritzer hinzu. Kinder, der perlt aber. Boah! Alter, wie der stinkt, ey. Das gibt's doch nicht. Wie alt ist der? Aber ich meine, im Endeffekt, was soll an so einem Sekt schlecht werden? Sind wir mal ehrlich. Machen wir hier den Deckel drauf. Diesen Deckel drauf. Oh mein Gott. Der ist ein bisschen explodiert. Ich glaube, man sollte, wenn man Sekt verwendet, weil da Kohlensäure drin ist, wahrscheinlich sollte man den dann nicht da mixen und nicht schütteln. Na gut, jetzt ist die Kohlensäure aber fast raus. Wir können nun ein paar Tricks machen. Ein Profi-Barkeeper behält auch in solchen Situationen immer die Ruhe. Wie ihr sehen könnt, ist das Behältnis explodiert. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass der Rest des gemachten Getränks in diesem Behältnis köstlich sein wird. Wir werden nur die Geschmacksprobe machen. Ich brauche noch einen kurzen Schluck, um zu verifizieren, ob es wirklich so schmeckt wie im ersten Moment. Nun, ihr müsst euch den Geschmack wie folgt vorstellen. Stellt euch vor, es ist ein kalter Wintertag, es schneit, ihr seid draußen unterwegs und dann seht ihr eine Laterne, an der sich eine Eisschicht gebildet hat. Und wenn ihr nun dorthin gehen würdet und an diese Eisschicht lecken würdet und vorher hätte ein Penner mit seiner alkoholverschmierten Hand genau diese Stelle berührt, genauso schmeckt dieser Drink. Es gibt eine zweite Runde. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir den Cocktail, den jeder Vollidiot machen kann. Dazu brauchen wir wieder etwas Eis. Dann brauchen wir dazu einen schönen Spritzer Kirschsaft. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein bisschen Bananensaft. Der muss erst geschüttelt werden. Danach mit drei harten, aber zugleich intensiven Stößen wird das Gemisch vermixt. Eins, zwei, drei. Dann noch ein kurzer Trick für die Kamera. Und danach kann das gute Getränk serviert werden. Wir brauchen ein Behältnis. Oh Gott! Wie geht das auf? Houston, wir haben hier ein Problem. Na komm! Aha, man muss es einfach nur in die Kante schlagen und dann öffnet es sich. Und zu guter Letzt, um das Ganze zu verfeinern, brauchen wir noch ein wenig. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Garnitur. Und diese Garnitur setzen wir den Rand des Glases und fertig ist unser Kiba. Zum Wohl. Selten so einen leckeren Kiba getrunken.
Ich fühle mich schmutzig. Das bedeutet, dass es ein gutes Video geworden ist. Ich denke, ich habe hier mit aller Deutlichkeit bewiesen, dass ein Cocktailmixer, den man sich zulegt, noch lange keinen guten Barkeeper aus einem Laien macht. Das war's von diesem Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommende Woche beim neuen Video. Schreibt mir euren Lieblingscocktail mit einem Hashtag in die Kommentare. Mein Lieblingscocktail ist der Caipirinha. Ansonsten hören und sehen wir uns kommende Woche beim brandneuen Video. Bis dahin, alles Gute. Lasst es euch gut gehen bei hoffentlich besser gelungenen Cocktails als diese hier. Und bis dahin auf Wiedersehen. Prost. Ihr wollt weitere coole Moves von mir sehen, das ist gar kein Problem, dann klickt doch einfach hier oben oder da unten. Da werdet ihr jede Woche mit brandneuem Material gefüttert. So.